Nice, nice, nice. Gefällt mir, Alter. Das taugt mir. Das macht mir echt Spaß. Welcome, my good friends. Sepp Waldhandwerk, together with Markus. 85 Grazi on YouTube. All the links, like always, in the description. Happy New Year to you all. We have the 2nd of January. And we make a leather sheet, a knife sheet for the Waldhandwerk Bushcraft knife. So enjoy yourself, have fun with it, and I show you the process with the professional help from Grazis Lederwelten. Ja. Und zeichnet man das auch an? Ja, das tue ich mir immer ein bisschen anzeichnen, dass man ungefähr. Auch wie hier, ja. Das ist ja quasi so umgeklappt. Okay. Ja. Beziehungsweise oben von der Dame hat das immer aufs Gleiche aus. Ja, aber da ist eh fast zu locker. In dieser Höhe. Also, wenn man das hier nicht bei dir dran hat, dann ist es nicht aus. Hier baust du dann halt einen harmonischen Bogen einfach hoch. Ja, ja. Ein bisschen. Ob man recht gut passt von der Höhe her, ne? Das kann man auch mit berücksichtigen, da diese Schlaufe. Muss man halt gucken, entweder macht man eine einzelne angesetzte Schleife oder in die Kürze mit rein. Ja. Das ist ein Hammer unten drunter gelegt und einen anderen draufgehauen, dass du quasi einen festen Untergrund hast. Ja. Dass ich die Gürtelschlaufe schmiere halt wie vorne das Leder. Also ich lasse dann meistens. Look, my friends, Markus, 85 Grazi on YouTube, made us some nice gifts. He brought them with him, this leather etui bag with two altoids, tin. Soll ich dir was zeigen? Richtig, ja. And the ultra light knife. Here would fit in a lighter. Ziplock. Yeah. This for the zipper on the backpack on the rucksack. The leather sheet for the Waldhandwerk Bushcraft knife. You remember the Waldhandwerk Bushcraft knife I made a few years ago in a knife making course, and I bought this leather at the same time as I get the knife, but I never made the knife sheet. Sachen, wo ich verwende, muss man normal so weich, nass machen, dass sie weich werden. Mhm. So, das werden wir wahrscheinlich sogar trocken dran kriegen. Ja. So, genau. Wir brauchen dann die Frau mit einmal. Und zwar braucht man dann die Wortknöpfe. Das auch nochmal reinlegen und siehst du schon, wie. Ja. Ist von der Form. Ich mache es dann meistens so, dass die Schlaufe kurz unter der Öse aufhört. Ups. Na doch nicht. So. Könnte die Schneide auf die Naht kommen? Wenn du da jetzt aber nochmal eine Schicht Leder zwischen rein machst, oder zwei Schichten sogar, kommen die Klinge nie direkt auf die Naht. For this part of the leather sheet, this is the second drawing.
Ja, wenn ich sowas mache, messe ich auch viel ab. Ob du dann die Zeichnung oder mit Fakten quasi nachprüfen. Könntest du nicht mit der Schere, das ganze sieht schwach. Ich würde es nicht mit der Schere machen. Ja? Nein. Das ist eine Kirschner-Messer, also eigentlich für Fell verarbeitende Berufe. Ne? To work with fair leather. Da kannst du vielleicht die Ecke da stehen lassen. Die Gaudi? Ja, das ist jetzt nichts für das Bild, das kann man auch seitlich dann ein bisschen nachschauen. Also. Die Ecke, oder die Kante. Eine 4 mm Leder, und wenn du da dann schräg kommst, fehlt es da dann auch irgendwo wieder. Mhm. Gut. Ach, also ich kaufe mir da nicht immer neue. Die sind mir zu teuer. Gerade mal über den Stein gezogen, über den DC4. Und die Außenkante lasse jetzt wieder stehen, gell? Ja. Statt nur die Kurven da draußen. Genau. Man darf dem Material nie zu viel auf einmal abverlangen. Also man muss es immer so ein bisschen langsam in Form bringen. Okay. Wenn du dann ein hartes Leder hast und es zu schnell knickst, ja, dann kann es sein, dass der Narben bricht. Wow, okay. Also man muss da ein bisschen rangehen, wenn es wirklich nicht geht. Super Tipp von Markus. With leather working, always massieren. Always work with the leather and then use it for the final shape. Aha, super. Das schon Form. Ich weiß ja, warum der Gü und du das so gern machst. Das ist schon ein feines Handwerk. Jetzt so ungefähr ansetzen. Das jetzt mal eben abzeichnen. Ja. Cool. Genau. Vorne. Dann ziehen wir. Das nie gut, bevor wir es zumachen. Weil sonst kommt man nicht mehr ran. Oder? Das ist halt jetzt ein bisschen trocknen lassen. 3 mm Locheisen. Ein Hammer. Bist du das irgendwie anzeichnet oder ist das wurscht? Oder? Ich mach sowas frei Hand, aber. Einfach so irgendwo da. Ja. Ja, genau. Und von innen nach außen, auch von innen nicht, das ist ja wurscht, oder? Also. Ah ja, genau. Darum bin ich in die Maße gekommen, ich hab's aber. Ich habe nur zwei, die das Unterlag drin. Hart, ne? Aussetzen. Ah, okay. To make this edge softer of this tool. Die langen, das kommen ist von innen rein. Das ist so. So. Ja. Du hast zwar beherzte Schläge, dass du schon mal nennst. Ja. Müsste passen. Okay. Unsere Nummer auf. Das ist schon fertig. Deswegen sage ich ja nie genug. Da musst du mehr so kurz, weil das sind langphasig, da musst du mehr, wo auch so ein Volksmund. My family is back, so.
End of quietness. It's loud again. Lena, zeig mal dein Eismesser. Boah, cool. Our next job for a lot of shit. Ja, mach ich. Hi, my friend. Ich kann schon Englisch, Papa. Ja, super. Cool. Du hast mal was voraus. Markus had a good idea to make a little wedge here on the highest point because it was nearly too tight with just one keder. So that's this is the part of the wedge. It's a little wider here. After the gluing, we make such a notch in the leather, and so the stitching is in the leather and not above. Und dann ist nur geklebt. Wow, fits perfect in it. Now we make the stitching. Und das habe ich alles nur mit Messer und so, da habe ich keine Maschine zur Hilfe genommen. Das habe ich ja auch mit normalem Hochmarktwerkzeug gearbeitet, um einfach zu zeigen, dass es geht. Was ich noch einmal nachziehst. Das ist ausreichend tief. Ein verschwindender Faden schön drin. Okay. Mama, wo sind die Stifte? Du weißt, wie fast der Korken ist, der ist als Schutz. The point for the holes, for the stitching. Sich abdrückt. Dann hast du ein gleichmäßiges. Ja, passt genau, ne? Von der Länge. Das ist jetzt die Kunst davon. Wow, das ist echte Kunst. In meinen neuesten Projekten bin ich schon hergegangen, habe es mit dem Standbohrmaschine durchgemacht, dass du wirklich akkurat gerade durchkommst. So, beim Maker-Shop-Bohrmaxing. So ein 1,5er Bohrer oder der andere. Modell Rustica. Den Faden durch sich selbst durch. Für diese Technik braucht man zwei Nadeln. Diese kurze hier wird dann zum Nähen selbst verwendet. Die zweite ist nur ein Hilfsmittel. Aha. Und dann sticht man mit der Hilfsnadel ein, zwei oder man kann auch dreimal durch den Faden selbst hinter der Nadel. Ja. Fädel das Ende der Faden durchs Nadelöhr und zieht dann den Faden durch sich selbst durch. Geil, geil, geil. Wenn man jetzt näht, verliert man nicht so schnell den Faden. Ja, super. Wie spleißen, like genau. To make a eye and a rope. Eine super Technik. Geil. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Am besten Klinken kurz immer greifen auf mehr Kraft. Nicht ziehen. Ja, mehr steht sie über Minute. Jetzt musst du einen Faden vermitteln, was auf beiden Seiten gleich viel hast. Ich hoffe, ob ich das da zeigen kann.
Durchs nächste Loch. Okay. Nikon. 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 Ja, wie gesagt, jetzt aufpassen, dass du das Vermittelte jetzt nicht ins Ungleiche bringst. Da steht halt die hinten bei der Hinterkreise. Weil dann besteht ja die Gefahr von Abbrechen. Ja, das ist vorne Hebels und das ist erste. Ziemlich nah ran, also nicht so viel Schnur zwischen, also knapp fassen. Und dann ziemlich streng anziehen. Das merkst du dann schon. Okay. Das ist ja gerade das, weil wenn du dann durch den Faden durchstichst, musst du ja Nadel, Faden, alles wieder durch den Faden durchziehen. Und dann kriegst du wird's, dann, wird's immer schwerer und kriegst dann wird's immer schwerer, einen Punkt zusammen, gell? Einen schwachen Punkt. Okay, we see us here tomorrow, I think. Das ist speziell. Deswegen, ich mache es lieber noch bei der ersten Stiche, wenn nämlich wirklich was ist. Ist klar, ja. Ganz, ganz gut bist du. Ja. This end should be normal here, but that was too short with the first string. So we make it here and just with a double overhand knot. Das ist richtig, Doppelknoten. Nur mal, nochmal, das jetzt, das ist der Abschluss, oder? Ja. Ich muss nur doppelt normal machen, weil ich zwei Schnüre hätte nochmal. Genau. Okay. Zwei Schnüren, vier Enden. Ja, so hast du nur zwei Enden. So. This would be the end, one time here. Just in my case, I have two ends and I make the same here. Wie kommt du mit Lim? Du? Ja. Mich stört es nicht, das ist eine Backside. Du musst mit Lim. Ja. Da kann man jetzt quasi die Kante noch brechen. Hat die da? Ja. Okay. We use this tool again, we had here, for these edges. Wir wachsen noch. Ja, okay. And to finish it, I use this beeswax leather. Balsam. Geil. Jetzt gefällt es mir echt voll, Markus, dass wir das gemacht haben. Super. This is also a very good shoe wax. We say many thanks for joining us on this project. It was nice to have you with us. Please visit the channel from 85 Grasi from Markus and his Facebook account page, Grasis Lederwelten, links below. Yeah, and I hope you will visit me in the next video. For sure also together with Markus, because he stays for a few days during the weekend here in Bavaria. Many thanks, have a great time, go out in nature, Sepp, Wollenberg, viert euch, geht's aus. Servus Markus, danke. Servus. Super, 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 super. Bedanke mich. Bitteschön. Ein Fest. Wow.